Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress, zur zweiten Staffel von Dwarf Fortress. Wie immer, Standardsatz, es gibt viel zu tun. Wir sind aber auch schon ziemlich gut in Schuss. Erst einmal haben wir hier jetzt menschliche Händler, mit denen wir handeln können. Und zwar brauchen wir einige Sachen von denen. Mal gucken, ob wir was kriegen. Ein bisschen Käse und Fleisch wäre auch nicht schlecht, aber ich hätte von oben nach unten gucken sollen. Dann machen wir nochmal Escape, nochmal Tracer. Iron Pass, oh, die können wir mitnehmen. Ein bisschen Glas, falls wir es brauchen. Blöcke brauchen wir keins, Holz brauchen wir auch nicht. Jedenfalls jetzt noch nicht. Eine Rope brauchen wir auf jeden Fall. Und da geht auch eine Alpaka-Woll-Rope. Also eine Schnur. Lama Cage, Fisherberry Wine Barrel brauchen wir alles nicht. Bronze Axt. Das ist alles Rüstung. Buckler brauchen wir im Augenblick auch nicht. Was bist du? White Cloth? Nö. Rope Reed Fiber Bag. Oh ja, Bags brauchen wir auf jeden Fall. Du bist ein Kojotenleder Bag. Ah, nehmen wir dich auch mal. Cloth bin. Was ich bräuchte, wäre Thread. Kein Cloth, sondern einen richtigen Thread, um meinen Verwundeten zu verarzten. Aber das sieht nicht so aus, als ob sie hier. Hier haben sie hauptsächlich Cloth und Leder. Ja, Leder vom weißen Hai. Nein, brauchen wir alles nicht. Nein, 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 nein. Eisenpfeile, Kupferbolzen. Ah, Kupferbolzen nehmen wir mal. Die können wir uns gerade so leisten. Ein paar Eisenambosse könnten wir auch nicht, genau nicht schaden. Und jetzt haben wir hier das Essen. Was bist du? Eiherzen? Nee, nicht unbedingt. Und du bist Grizzlybärenleber. Adlerfleisch? Na, auch nicht unbedingt. Kängurufleisch können wir mitnehmen. Whiteboar? Du bist wieder weißer Hai. Seeotter? Orca-Hirn, Grizzly Cougar Kid, Schwarzbär, nö. Grizzly Alpaka-Leber, ich nehme mal nicht die so ausgefallenen Sachen. Rattlesnake, Klapperschlange, nein. Rentierfleisch, Schnappschildkröte, Kojotenfleisch. Gelber Bullenkopf, nein, danke. Lungenfisch, ja, Lungenfisch ist gut. Heckfisch, Austern, obwohl ich selber niemals Austern essen würde. Seepferdchen, nee. Kattelfisch, Lachs, Lachs ist immer gut. Squid, Tintenfisch, Ah, noch mehr Tintenfisch. Gut. Pond Turtle. Pond Turtle ist nie verkehrt. So, und den Rest brauchen wir nicht. Gut. Das heißt, ich muss das selber mal in die Hand nehmen. Genau. Building. Workshop. Farmers Workshop.
Fehlt der unter F oder... Nein, Farmers Workshop ist W. Ja, so. Farmers Workshop, der kommt hier direkt daneben. Aus Konglomerat. Und der soll mir dann bitte ein paar Threads aus Pigtail machen. Wir haben ja hoffentlich genug Pigtail. Ja, 7. Dann nehme ich denen mal den Brauauftrag so lange weg, dass die nicht aus Versehen gleich verbraut werden. Ich habe nicht gehandelt, gell? Ich bin aus Versehen auf Escape gegangen. Ups. Gut, dass mir das gerade auffällt. Also nochmal das Ganze. Ja, kann passieren. Alpaka-Wolf. Cage. So, Large Bucket. Weinbarrel. Bucket. Pig. Ne, Iron Pig. Ist aber etwas zu teuer. Die wäre billiger. Ja, nehmen wir die mal mit. Copper Great Eggs. Und das hier ist alles, ja, das sind alles Klamotten. Iron Shield, Rapid Fiber, Glove, können wir alles nichts anfangen. Und das ist ein Rapid Fiber Bag, den können wir nehmen. Den nicht. Und das ist auch ein Rapid Seeds Fiber Bag, aber der da ist leer, gell? Ja. Komisch, der mit den Seeds ist billiger. Und das ist ein Yellow Sandbag. Der ist mit Kämsand gefüllt. Du bist aber noch ein leerer Rapid Fiberbag. Genau. Und du bist ein leerer Kugallederbag. Dich nehmen wir auch. Und dann brauchen wir wieder die Ambosse und das Essen und alles, was weiter unten ist. Ja. Ich brauche die Bags nämlich für meine Seeds. Wie ich richtig vermutet habe, die Seeds werden zuerst in Bags verstaut. Und in den Kommentaren hat mir dann jemand geschrieben, dass die Bags dann in Fässern verstaut werden können. Also brauchen wir erst einmal Bags. So. Die Kupferbolzen wollte ich. Und die ganzen Eisen am Bosse. So. Bullwurin. Ja. Viel Fraß. Grizzly Bear. Ah, Pferdeaugen. Adlerfleisch will ich nichts. Nicht Känguru Meat, das will ich. Orca, Grizzly Cougar Kit. Black Bears. Nö. Das ist mir alles ein bisschen zu exotisch. Känguru Tribe, das können wir nehmen. Reindeer Zeug können wir auch nehmen. Und Schnappschildkröte. Kojotenfleisch ist auch noch okay. Lungfisch. Austern lasse ich jetzt mal weg. Ich mag keine Austern. Squid. Noch ein bisschen mehr Squid. Seepferdchen nicht. Git. Ja, im Seepferdchen. Wo ist mein Salmon? Gib mir meinen Lachs. Da ist mein Lachs. So. Und jetzt traden wir auch wirklich. Also werfe ich erst einmal jede Menge Schmuckstücke hier rein. Ja, Menschen, kauft feinsten Zwergenschmuck aus Steinen. Naja gut, unser Zeug ist so künstlerisch verziert, das ist besser als jedes andere Zeug. So, Trade. Und sie sind pleased. Gut, dann können wir jetzt den Trader abziehen und unsere Bins zurückholen. So. Gut.
Haben wir noch einen Table übrig? Nein, da müssen wir den mal im Auftrag geben. Kuwok Table. Na, machen wir wieder mal 10 Stück, so. Gut. Das da oben müsste unser Trinken sein, oder? Ja, und das da unten unser Essen. Gut. Sieht soweit okay aus. Was sagt die Küche? Die Küche sagt, sie hat wieder etwas zu verkochen. Wir haben einen Haufen Plum-Pimmels. Pig-Tail Seeds geht. Dimple Cup ist nicht so wichtig. Wopweed Seeds. Sweet Pots. Ich hoffe mal Plum-Pimmel, Pigtail. Ah ja, Caveweed haben wir zum Verbrauen. Okay. Gut, wir haben den Farmers Workshop. Possess Plants. Geben wir einmal in Auftrag. Und ja, genau, die Samen werden abgeholt und in Bags gesteckt. Sehr schön. Zwar jetzt nicht alle Samen, weil wir nicht genug Bags dazu haben. Aber das erledigen wir auch demnächst. Mir fällt gerade übrigens ein, dass ich immer noch keinen Klopfzwerg zugewiesen habe. Also der mir Bags machen tut. Der mir Bags macht. Und wir haben Herbst. Okay, was machen wir als nächstes? Was ist der nächste? Als nächstes der Plan. Genau, wir brauchen eine Traction Bench. Die wird hier unten im Mechanics Workshop gemacht. Gucken wir mal kurz. Und der Doc braucht immer noch Thread. Ist das Thread jetzt fertig? Stocks? Buckets? Thrones? Ich würde die gerne alphabetisch sortieren, das wäre einfacher. Leaves habe ich keine, Liquid habe ich, Wasser und Lachsblut. Ach nee, das ist wahrscheinlich. Zu trinken habe ich auch genug. Jetzt wo ist das? Ah, da ist das Fred. Fred. Okay. Gut. Das müsste jetzt aber eigentlich gehen, um den da zu behandeln. Ja, ich glaube, er macht das auch gerade. Gucken wir mal kurz. Doc. Nein, er diagnostiziert ihn gerade. Ist auch okay. Was steht da eigentlich noch? Der Carpenter. Okay. Ihr habt beide gerade nichts zu tun, also meine... Meiner Zwerge, gut, 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 gut. Was machen die jetzt am besten? Es ist nichts mehr im Fluss zum Fangen, ist auch okay. Eigentlich wird es ja Zeit, dass unsere Masons hier mal die Mauer fertig bauen. Also, bum. Wallfloor ist C. Wall. Das muss ich mal kurz gucken. Ja, so ist gut. Aus Konglomerat Blocks. So. Und dann brauchen wir noch eine Mauer. Mäh. Designation. Der Baum muss weg.
Ach, am besten machen wir alle Bäume hier in dem Bereich weg. So, das sind ja zum Glück nur 4.